Leute, Trimax hier. Es geht weiter mit Astroneer. Atrox. Der letzte Planet. Helium. Da greifen dich die. Da gibt's ganz viel Scheiße. Verstrahlter Planet. Erstickte Atmosphäre, aggressive Flora, tückisches Gelände. Das ist ja übel nervig. Ja, ist ganz beschissen da. Wir holen uns da. Boah, cool. Boah, sieht das schon versifft aus. Sieht versifft aus. Sieht derbe siffig aus. Ich lande einfach irgendwo, das ist scheißegal. Da sieht nicht ganz so siffig aus da unten. Einfach der letzte Planet. Boah, dann bin ich auch noch bei Nacht. Warte, ich hier schon mal Harz und Gemisch, geil. Upp, Sauerstoffgenerator platziert. Kleine Windturbine, nehme ich mit. Wieso geht der nicht, der Sauerstoffgenerator? Der muss ins dieses Shuttle, sonst geht er nicht, glaube ich. Nee, es ist, glaube ich, gelogen. Jetzt geht der, guck. Ja, aber im Shuttle haben wir auch so Sauerstoff, guck mal. Nee, aber ich glaube nicht, dass wir das verlegen können. Ach, auf eine Plattform muss der? Sicher. Ah, okay. Egal, wir machen jetzt erstmal die wichtigen Sachen. Was hast du mitgenommen? Kohlenstoff! Ey, wir müssen jetzt einmal kurz Helium holen und dann haben wir es halt gerockt, ne? Das hab ich jetzt... Hab ich jetzt nicht den... Oh mein Gott, ich habe den Generator nicht mitgenommen. Oh nein. Sicher, dass du nicht im Inventar hast oder so? Nee. Er muss kurz zurückfliegen. Oder ich fliege kurz zurück und hole ihn. Dann laden wir alles runter. Dann... Atmosphärenkondensator. Ja, lass mal gucken, wie wir den Strom kommen. Ja. Stickstoff, Schwefel, Helium. Können wir einen kleinen Drucker bauen? Ich brauch mal ein Harz. Ich zieh mir hier mal was. Komm. Hast du die alle mitgebracht? Klar, bin ich doof. Ist das dämlich, Alter. Ist das dumm. Die brauchen wir doch eh nicht mehr, vielleicht. Die kann man in den Rucksack packen. Ich liebe sowas. Die sind zwar super schwach, aber die kann man sich einfach in den Rucksack tun, weißt du? Ja, ich weiß. Und wenn nur einmal kurz Sonne strahlt, wenn nur einmal ganz, ganz kurz Sonne kommt. Ich meine, die haben wir ja eh. Oh, die Batterie geht gut schon leer. Dann habe ich das Ding hier noch gefunden. Und dann habe ich ja noch meinen RTG dabei, den kleinen. Den tue ich auch mal rauf. Ja, der RTG ist super. Am Ersticken. What the fuck? Du musst hierher. Wir müssen das ausprobieren. Guck mal jetzt, so ist doch viel besser. Was ist das? Das ist der Sauerstoffgenerator. Aber jetzt haben wir bei allem, was wir connecten, wieder Sauerstoff. Guck mal. Braucht der Energie? Ich glaube nicht. Steht da nicht dabei, oder? Nee, ne? Okay, dann zieh ich mir jetzt mal hier Harz rein. Können wir gleich mit dem einen Helium, was wir haben, direkt zurückgehen? Weil dann haben wir direkt einen RTG, der 5 Strom die ganze Zeit bringt. Und ich will das machen, ja. Echt, willst du nicht sehen, wie die Fabrik läuft? Nee, aber ein Helium, das sehe ich später eh noch. Okay. Werde ich immer wieder sehen. Das ist das Herzstück. Darauf habe ich so lange gewartet. Das ist mit Abstand das Krasseste, was wir haben. Deshalb habe ich so lange drauf gewartet, dass ich ein Helium habe. Ja, da ist es. Zack, ich bin weg. Bis gleich. Bis gleich, Alter. Und jetzt habe ich eine Nanocarbon-Legierung. Das ist ja so geil. Hast du wirklich? Jetzt habe ich eine Nanocarbon-Legierung. Ich denke, dass das Verhältnis richtig stimmt. Ich glaube ja. Das ist jetzt so wie 3 Helium oder so raus, weißt du? Das wäre dumm. Komm, hier, Silber ist Silber unser Planet gewesen, ne? Silber ist. Unser kannst immer noch nicht, was ist unser Heimatplanet? Die Batterie merken. Ist leer. Das ist nervig. Ja. Ich mach Atmosphärenkondensator aus. Den kannst du nicht ausmachen. Ach so. Was? Doch, sorry. Atmosphärenkondensator. Den kannst du nicht ausmachen. Oh Mann. Wann sehe ich denn, wann das Ding fertig ist? Sieht man nicht, oder? Hä, wo war denn nochmal? Das irgendwo sehen? War
denn nochmal unsere Base? Ich lasse jetzt Falsches landen. Ich mach aus. Batterie füllt sich langsam gut. Da ist nochmal. Hier ist ja überall Harz. Der gesamte Planet besteht gefühlt aus Harz. Wahnsinn. Ich guck mal ganz kurz, ob es noch irgendwas gibt, was wir hier brauchen auf dem Planeten. Hm. Das ist ein Landeplatz, aber das ist doch nicht. Hier. Nö. Landeplattform. Dann mache ich jetzt als erstes mal einen kleinen. So, wartest du den Generator denn hingelegt, dann bringe ich den auch direkt mit. Der ist im Drucker noch, den habe ich rausgenommen. Jetzt wird hier zum allerersten Mal. Du bist jetzt da rein. Komm rein mit dir, hallo. Ich hab's daneben gesetzt. Peinlich. Du kannst auch Batterien mitnehmen, die müssen wir so oder so holen, ne? Wo habe ich es hingesetzt? Oh mein Gott. Das ist hot. Kombinierte Perfektion. Da ist sie, die Nanocarbon-Legierung. Ich werde jetzt einen RTG machen. Haben wir den schon gelernt, den RTG? Ja, haben wir. Und ein Lithium brauchen wir. Macht man nicht im kleinen Drucker einen größeren Drucker? Da, mittelgroßer Drucker. Bring auf jeden Fall den Generator wieder, ne? Ich bringe den Generator mit und ich bringe den RTG mit, dann komme ich wieder. Und Batterie, wenn du Bock hast. Eine Batterie haben wir jetzt gerade keine da. Batterien kosten auch Lithium. Sind doch jetzt nicht mit. Also mit. Anstatt einer Batterie können wir jetzt jederzeit einen RTG bauen. Das ist halt das Krasse. Komm schnell mit dem Generator wieder. Komm schnell mit dem Generator wieder. Sekunde. Atrox. Ist das geil. Ich würde jetzt auch eine Landeplattform schon mal machen können und so. Ah. Was bauen wir bei uns trotzdem noch? Plattform A, ne? Was ist es immer? Mittelgroße Plattform B, ne? Oder A? Kommt drauf an, beides gut. Ist egal. Ach ne, die ist ganz shit, die du jetzt gebaut hast. Echt? Ja, ja, die ist ganz scheiße. Du brauchst den mittleren Drucker für die guten Plattformen. Ja, aber ich muss den mittleren Drucker auf eine Plattform packen, oder nicht? Oder geht der auch so? Stimmt, da hast du recht. Guck mal. Ja, hast recht gehabt. Was womit ich recht hab? Mit dem Ding. Und mit diesem RTG, der jetzt immer 5 Strom produziert, egal was passiert. Ich mache jetzt den Atrox-Generator wieder an. Den. Ja, willst du den auch anschließen, den RTG? Ist er doch. Hast du den kleinen abgeschlossen? Ach so. Ach nee. Leute, so groß du ist der doch. Du hast den kleinen abgeschlossen. Ich hab den kleinen Nein. nicht. Ach so. Du hast den kleinen hier gerade runtergemacht von der Plattform. Manno, tu ihn hier daneben. Du kannst ihn. Ah, oder so. Ich finde das cool, dass diese ganz kleinen Sachen einfach ihre eigene Plattform bauen. Ich finde die geil. Ich finde es auch geil, dass du sie einfach auch in den Rucksack packen kannst. Ja, ja. So, jetzt zieht das aber Strom wie Sau. Wir brauchen mehr Plattformen. Welche machen wir hier immer? Große Plattform B, ne? Genau, die ist super. Das ist eine super Plattform, ist das. Oh, die zieht ganz schön. Ich würde noch nicht Helium laufen lassen. Das braucht 20 Energie. Das haben wir nicht. Wir machen da jetzt 2 Helium und dann komme ich gleich mit 2 weiteren RTGs zurück. Ich mache jetzt ein paar, ich fliege jetzt ein paar Mal. Oh, 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 hier ist eine Pflanze. Wow, habe ich, hab ich Schaden kassiert? Macht die Damage die Pflanze? Elegante Spuckpflanze. Du hast sie getötet. Hab mich locker verlesen. Hier ist auch niemals elegante Spuckpflanze.
Wenn du gerade wartest, dass er jedem herstellt, kannst du eigentlich schon mal wieder die Erde begradigen oder eine Plattform für uns herstellen, ne? Ja. Wird schauen. Verkopft, da komme ich gleich wieder zurück. Da brauche ich noch ein anderes Tool dafür, dass es geil aussieht. Ah ja, gibt's da noch eins? Ja, es gibt ein Tool, das passt sich der Erdkrümmung an. Das ist auch nicht super, aber es ist besser. Oder wollen wir einfach wieder eine gerade Plattform bauen? Nee, das finde ich ganz gut. Ey, die Batterie ist leer, du Assi. Ja, ich bin Assi. Die Druckerplattform geht jetzt nicht. Genau das wollte ich auch nicht. Ja, ich bin gleich weg. Guck mal, der ist gleich fertig. Der ist gleich fertig, dann bin ich bin sofort wieder da. Dann wirst du mich los. Du wirst mir erstmal gleich wieder los. Du wirst es mir danken. Dann mache ich jetzt was Smartes. Da Short-Term nerv ich jetzt kurz. Aber wenn ich gleich wiederkomme, ist es gigabefriedigend. In den Sauerstoffmacher runter, kurz. Tu den Generator hier hin. Guck, und ich bin weg. Tschüss. Echt? Ja, du mach. Okay. Hast du ausgemacht wenigstens? Nee, noch nicht mal. Nee, noch nicht mal. Ich habe einfach angelassen. Dann lasse ich das alles. Ist er noch in St. Moritz? Ja, Max spielt gerade tatsächlich in Skiklamotten noch. Der hat noch Snowboardschuhe an. Der ist aber so derbesüchtig. Ich bin einfach wiedergekommen. Das Erste, was ich mache, ist einfach zu zocken. Dumm. Ich finde manchmal die Planeten nicht, das nervt da. So, jetzt konnte ich den Generator anschließen. Ja. Das ist doch geil. Wie viel macht der? Der Generator macht 9. Das reicht ja immer noch nicht. Digga, das ist ja krank, wie viel die Maschine braucht. 20 Strom ist ja echt viel. Ja, ja. Komm gleich zurück. Ist einfach schon wieder leer, doch nicht. Ich dachte, mit dem Generator können wir es schaffen. Ich bin bei der falschen Plattform gelandet, ich heul. Wir brauchen Batterien. Bitte komm und bring Batterien. Kommen wir wieder? Gleich. Okay. Ich habe mich verflogen, leider. Das klingt echt scheiße. Das ist auch. Status 0 von 60 check ich nicht. Wie 0 von 60? Der Gaskanister, kann der 160 Gas speichern? Nee. Doch. Nein, doch nicht 160 Gas, doch, Alter. Doch. Nein, so ein Gasding kann, glaube ich. Muss es der hier sein? Jawohl. Eine Sekunde. Weil eine so eine Kapsel fasst immer 5 Gas. Ach so. Ja. Ja gut, dann ist es ja doch nicht so krass. Ja, aber du brauchst trotzdem nur ein Gas, um was herzustellen. Also es ist schon krass. Also du kannst wirklich 160 mal was damit herstellen dann. What the fuck, hier schießt eine Pflanze Raketen auf mich. Oh mein Gott. Wo ist mein Lithium? Hier sind echt viele Gegner auf dem Planeten, das ist echt ein bisschen nervig. Wieso ist es hier auch immer dunkel? Das fuckt ja übertrieben ab. Wieso hat er jetzt nur eins gemacht, bin ich. Ach so, er hat's da reingelegt. Ach, scheiße. Also wenn jetzt zwei. Ich bin gleich wieder da. Gleich der Tank mehr stimmt, ich muss auch wieder Hydrazin nachfüllen.
Das ist auch cool. Ich kann einfach aus der Fabrik kann ich einfach Hydrazin rausklauen. Das ist echt gut. Das gefällt der Fabrik zwar nicht so sehr, weil da muss sie deutlich länger laufen. Aber mir ist das zum Glück scheißegal. So, was ist, wenn man nochmal ein RTG im Inventar hat? Was bringt das nochmal? Immer Strom. Das sind manche Sachen, die du... Wir können gleich auch... es gibt so eine tragbare Sauerstoffversorgung, die können wir bauen. Gleich auch. Dass wir immer Sauerstoff haben. Das kostet dann nur Strom. Ja, das heißt, wir tun das da ins Inventar und dann noch... So, was wollte ich jetzt genau? Ich habe die zwei Sachen wollte ich noch ablegen. Lithium für Batterien wolltest du noch mitnehmen. Lithium wollte ich noch mitnehmen, genau. Ah, und ich wollte dieses Anpassungsding holen für Flächeformen. Wenn du jetzt sofort wieder Helium hast, kannst du dann noch mehr RTGs herstellen? Nee. Doch. Ein Helium gleich ein RTG. Wow. Das ist mal krank. Weil die Maschine läuft dahin, sie läuft. Das ist echt, das war das Beste, was wir jetzt vorbereiten können, ne? Ja. Ich bin wirklich einfach nur begeistert. Das Ding hier brauche ich. So, ich komme wieder. Mit zwei RTGs. Das sind quasi zwei Batterien, die dauervoll sind. Das ist doch viel geiler, oder nicht? Wieso vergleichst du das so sehr mit Batterien? Ja, weil du so Bock auf Batterien hast und ich verstehe nicht warum. Wir brauchen ja, was macht ein RTG? 4, ne? 5, oder? Nee, 4. Das ist, und eine Batterie gibt 5 ab, nachdem sie vollgelaufen ist. So, ja, aber die Station von uns alleine für das Helium herzustellen, braucht ja schon 20. Genau. Aber wie willst du denn die Batterien voll machen, wenn die ganze Zeit leergesaugt werden mit 20? Das verstehe ich. Wären sie ja noch nicht dauerhaft. Am Anfang so. Hätte ich jetzt hier gerne ein bisschen gedruckt und sowas. Dann mach, die muss ja gerade nicht laufen. Also ja, ich weiß, hat sie ausgeschaltet. Also ein bisschen wieder angeschaltet, weil die Batterie voll war. Das stresst mich irgendwie auch, wenn es mal laufen könnte, ja, weißt du? Ja, ja. Auch eine Batterie hat eh nicht genug Strom für... Da bist du wieder geil. Ich bringe 2 RTGs mit. Sind nochmal 8 Strom dauerhaft. Das ist geil. Aber reicht Gott, immer noch nicht, oder? Du hast 3 Helium gemacht. Das ist ja krass. Ich dachte, du hast sie ausgeschaltet. Ich habe sie gerade rausgenommen. Ich habe sie jetzt genommen und fliege wieder zurück, oder? Und hol nochmal. Ja. Aber dann bring auch Batterien mit. Das ist jetzt ein richtiger Auftrag. Echt jetzt? Ja, wirklich. Okay. Ist doch noch befriedigender. Ja, Helium ist, also Lithium ist halt echt selten, ne? Und ja, wir haben das doch, können das doch traden. Feuer. Das ist teuer. Nicht? Naja, also wir können es traden, naja. Wir können es traden. Ja, aber was ist denn geileres als das denn zu traden? Doch, stimmt. Hast recht. Das ist ja noch am allermeisten satisfying. Du tradest halt 8 Schrott gegen 2 Lithium, ne? So, wir haben jetzt einen Generator 9, 3 RTGs, die bringen jeweils 4, das heißt 12. 9 plus 12, 21. Dann noch den kleinen RTG, der macht auch einen Strom. Ja, 22. Ja. Also müsste jetzt, wenn die Drucker aus sind und nur die Fabrik läuft, Helium jetzt für immer hergestellt werden. Ja. Es sei denn... Oh, aber guck mal, der mittlere Generator hat nur noch 23 von 32. Der frisst ganz schön viel Kohlenstoff. Krass. Wir haben halt nur noch, warte, ich trade erstmal ein bisschen Lithium, was wir machen müssen. Lithium ist toll. Das ist eh die 4 zu 1 ist da die Rate, das ist echt Wucher, ne? Also wer auch immer, wem auch immer wieder handeln, der verarscht uns ganz schön. Und nochmal 2 Lithium losgeschickt.
Eins, zwei. Und du wolltest, ich bringe auch zwei Batterien mit, okay? Ja. Kosten zwei Batterien nochmal. Einfach, das ist so befriedigend, das jetzt benutzen zu können, ne? Die Nanocarbon-Legierungen. Krank. Ja, ne? Krank ist das geil. Ich muss mich jetzt gleich nur noch, wir müssen jetzt nur gleich einmal alles voll machen dann. Mit Helium und, also wir müssen alle, jede Ressource voll machen und einfach mal eine Minute zuschauen einfach. Das brauche ich noch für mich selber gleich. Jetzt wollen wir noch Batterien. Oh, das Game ist so geil, ne? Ich bin so fertig vom Wochenende, aber ich habe so Bock zu zocken, ich kann jetzt noch nicht pennen. Sink. Sink. Wir haben kein Sink mehr für Batterien, ach du Scheiße. Das können wir langfristig aber auch vollautomatisieren, dass wir immer alles haben, oder? Ja. Dass du sowas sagen kannst, ey, stell mal jetzt so lange Zink her, bis das Lager überschwappt. Und dann, ja, hey, theoretisch so lange du kannst so lange Zink machen, bis das Lager voll ist, kannst du sogar sagen. Das Ding ist nur, dann müssen wir, also, wenn, das können wir machen, aber da brauche ich, also, ach nee, wir haben sogar noch Zink genug, warte, ich bringe jetzt zwei Batterien mit. Das dauert dann entweder, das dauert halt lange, ne? Weil wir brauchen dann für jedes, für jedes Lager brauchen wir eine eigene Handelsplattform. Aber das ist auch geil, wenn wir es machen. Ja, ja, das ist sehr geil. Und dann müssen wir nie wieder irgendwas selber machen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die Handelsplattformen immer mit Schrott beliefert werden. Und dafür können wir ein riesiges Zugnetz bauen. Ja. Was immer, wir können den kompletten Planeten von Kupfer befreien. Ja. Oder ihn halt komplett abbauen. Mit den Rovern. Nehmen keine zwei Batterien aus der alten Basis. Ja, ist so, das ist doch beschissen. Ich habe jetzt zwei Batterien gemacht und drei RTGs und komme wieder zu dir. Großartig. Hier müsste jetzt auch die ganze Zeit Helium produziert werden, ne? 5 von 660 haben wir schon wieder. Shit, ist das geil. Ich habe auch das Tool für das Werkzeug mit, ja. Ich brauche jetzt auch gleich kurz eine gerade Fläche. Ja, das ist super, das ist super. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Wollen wir das Helium-Ding, was wir da haben, zweimal bauen? Ja. Oder kann man noch mehr anschließen, sozusagen? Man kann noch mehr anschließen. Also eine größere Plattform, meinst du? Ja, also dass das sozusagen. Ich glaube, wir können da so eine große Plattform bauen, dass wir da 5 also von Kanistern vollkriegen. Ja, okay, das wollte ich wissen. Okay, das ist krass. Echt 5 Stück. Vielleicht sogar mehr. Dann brauchen wir davon ja nur eins. Lass einfach für immer laufen. Kunde. Ich bringe 2 Batterien. Und dann brauchen wir ja echt. RTGs. Obwohl so eine. Ist ja eigentlich leicht gemacht, ne? Was denn? Ja, um unsere Heliumproduktion zu vergrößern, müssen wir eigentlich nur einmal noch so einen Atmosphärenkondensator bauen. Genau. Fertig, oder? Ja, ja, genau. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir das jetzt so groß, dass wir 2 Maschinen haben, die dauerhaft für immer laufen. Gleich noch mal ein bisschen umbauen, wenn du möchtest, dass wir, dass es hier nice aussieht. Kannst du machen. Wow! Was macht er denn da? Hat sich abgeschlossen. Happy Birthday. Was passiert? Ah, deine Drucker hat ein bisschen gespinnt, Alter. Kurz ein bisschen Pflanzen lackieren gehen hier hinten. Warum? Um meinen Pool voll zu machen mit Erde, dass ich hier begradigen kann.
wie schnell so ein geiler Außenposten entsteht, ne? Mhm. Vorsicht, geht nach oben. Bisschen Harz übrig, ist gut. Oh. Was? Ja, das passiert jetzt halt. Ja, noch mal eine kleine Pflanzendeckung starten hier am Rand. Hey, was soll das? Wir können auch noch so viele coole Sachen bauen, die einfach nur Spaß bringen. Das verstehst du, glaube ich, gar nicht. Ja, doch, ich verstehe es. Ich verstehe es mehr. Ich bin nicht so ganz sicher. Kann wieder anschließen, ne? Ja, ja, schließ alles an. Also alles, was jetzt steht. Großartig. Was brauchen wir nochmal, um Atmosphärenkondensator zu bauen? Weiß ich gerade gar nicht. Reicht das als Fläche erstmal? Ich war noch ein bisschen mehr, oder? Mach hinten noch ein kleines bisschen größer hier, ja. Vier Ettige haben wir jetzt, ne? Ah, ne, hier sind ja noch mehr. Fünf schon. Ja. Holy und shit, jedes, das ist und jedes Helium ist ein RTG, musst du rechnen. Das ist halt so geil. Digga, sind die am Arbeiten. Da sind 10 Helium drin. Oh mein Gott. Kann man die noch irgendwie beschleunigen? Ich glaube, es gibt eine Quest mit Overclocken irgendwie später, meinte irgendwer, aber ich weiß es nicht. Also wir müssen auf jeden Fall okay. Die Story machen, weil da gibt es auch Items, die krass sind, die dann später dazukommen. Die wir auch nur kriegen, wenn wir die Story machen. Und nicht anders. Okay, dann lass noch einen Atmosphärenkondensator bauen, oder? Wo macht man den, weißt du das? Ich kann einen kurz holen. Ich nehme das Helium hier mit. Ja, mach das und hol die RTGs wieder. Wir brauchen dann ja 40... Wir brauchen 10 RTGs, wenn zwei immer laufen sollen. Und dann bringen wir die Sachen mit für eine große Plattform. Ich kann auch eine große Plattform einfach mitbringen. Ja, dann nimm eine große Plattform mit. Und stopp, brauchen wir noch was? Ich schieße mich erstmal los, du kannst überlegen, was du brauchst. Ja, stimmt. Eisen, Glas und Kunststoff braucht man dafür, das ist schon... Das ist ja verkopft. Kann ein Zuschauer von dir, der richtig geil ist... Ja, da haben wir welche. Mal ganz kurz nachgoogeln, was jetzt im neuesten Update am meisten Bytes pro Gas gibt. Ob es Methan oder Helium ist. Welches oder noch Gas was anderes? Gibt der Forscht am meisten? Das ist die Frage. Ach du Scheiße. Na? Ja, der eine Teil der Fabrik ist noch nicht perfekt eingestellt, weil... Ach, jetzt läuft alles. Das ist ein Traum. Sag ich dir. Aber was sollte ich jetzt holen? Ich sollte eine große Plattform herstellen, richtig? Eine große Plattform. Warte, kann ich nicht sogar eine einpacken und mitnehmen? Weil wir haben ja, glaube ich, eine, die wir nicht brauchen. Das ist chilliger. Brauche ich noch ein Graphit? Oder ja?
Zack. Großartig, großartig. Du hast noch einen Atmosphärenkondensator, wolltest du noch haben, ne? Oder? Man muss auch den Zeitaufwand berechnen. Methan kann man 3-mal schneller herstellen. Ah. Helium 500, Methan 400. Methan kann man aber 3-mal so schnell herstellen. Ja, okay, dann ist es Methan. Mein erstes Googeln war eh Methan. Es soll Methan werden. Es soll Methan werden. Okay, geil. Den okay, da brauchen wir 10 RTGs und haben 1, 2, 3, 4, 5. Brauchen 6. wir 10? Warte, wir brauchen gleich noch ein paar mehr. Warte kurz. Ich muss nur jetzt anfangen. Tatsächlich leeren sich jetzt auch die ich habe ja ganz viel Erde gefarmt. Hast du ja gesehen, da war ja ein bisschen. Ja. Die leeren sich jetzt. Das ist geil. Das heißt, ich muss jetzt ab und zu die Erde nachbestücken. Und dann muss bald wieder eine Erdetour gemacht werden. Oder wir schalten das Ganze halt um auf. Also du wolltest doch den zweiten Atmosphärenkondensator mitbringen, ne? Genau. Mach ich jetzt gleich. Hol ich gleich. Zweiter Atmosphärenkondensator. Und RTGs, ne? Ja, und die super große Plattform. Wow. Zwei von den super Plattformen. Zwei, wo du meintest, so wo man, Platz ja. So viel Platz ist nicht. Was? So viel Platz ist nicht. Die super große Plattform braucht mehr Slots als... Also die Plattform, die am meisten Helium speichern kann. Ja. Okay. Sekunde. Wir haben jetzt auch wieder ein Lithium. Wir haben alles Probleme. Scheiße, wir haben einfach zu wenig. Wir haben einfach zu wenig Grundressourcen. Das bricht uns gerade das Genick. Das werden wir so voll automatisieren. Ja, ja. Eine Milliarde Bytes. Ich weiß auch noch nicht, ob das völlig verrückt ist oder genial. So, wir brauchen mehr Lithium auch. Ich komme erstmal nur mit einer Plattform zurück. Oder ich müsste jetzt hier 10 Minuten warten, bis das Shuttle sich gefüllt und losgeflogen ist. Hier sind auch schon wieder 5 mit 5 Helium ist wieder bereit. Ja, so schnell kann ich es nicht verarbeiten hier. Das ist zu viel. Ja, passt. Ist doch geil. Und ich muss ja jetzt auch noch die Behälter ranholen. Das kostet ja auch nochmal. Eieieiei, was kostet so ein Behälter nochmal zu machen? Können wir schauen. Forschungslabor braucht 2 Energie nur. Wow, das ist ja nichts. Naja, dafür braucht halt das der Atmosphärenkondensator. 20. Nichts naja. Braucht so viel wie der Atmosphärenkondensator. Das ist schon echt gemein. Ja, aber dafür macht er einfach aus der Luft eine ultra wertvolle Ressource. Das stimmt. Das ist schon sehr deswegen krass. Deswegen ist er wahrscheinlich auch so. Deswegen will der wahrscheinlich auch so viel, einfach weil er halt wirklich aus nichts herstellt, ne? Ja, ja, klar. Helium ist das Beste pro Minute. Okay, krass. Also Helium. Ja. Achso, nee. Scheiß nee, auf nicht Helium. Ich mach Helium nicht. Ich finde den anderen Planeten geiler. Ich finde Methan geiler. Wenn da einfach auch mehr passiert, weißt du? Ja, ja. So, ich bringe jetzt nochmal 2 so... Wo sind die denn? Helium ist das Beste pro Minute, das stimmt. Aber Methan kann man deutlich schneller machen und auf geilere Planeten. Der Aatrox-Planet ist echt scheiße. Vor allem kannst du dann auch mit den riesigen Windturbinen arbeiten und so, was auch gigantisch ist. Ja, ja, das ist doch viel geiler. Es wird Methan. Mittlerer Kanister für Flüssigkeiten und Erde, nee. Mittlerer Gaskanister, Silikon und Glas brauchen wir. Da bricht davon noch 2 mit. Auf Novus. Und Silikon, wie stellt man nochmal Silikon her? Methan, Harz und Quarz. Das ist ein Scheiß, Alter.
Genau, Atmosphärenkondensator, große Plattform, RTG. Genau. Dann sind wir hier fertig und können den Scheiß hier laufen lassen. Mittelgroßer Gaskanister noch, ja, stimmt. Ah, der Atmosphärenkondensator darf ich gar nicht mehr vergessen. Genau, die mittelgroßen Gaskanister mache ich jetzt. Wie heißt der und wo macht man den? Quarz, den macht man im Kleinen, aber dafür brauchst du Silikon und Glas. Ja, und Silikon machst du aus Harz und Quarz. Ist das großer Ressourcenkanister? Nee, ne? Nee, es ist Gaskanister, heißt der. Oh, wir können jetzt ja auch große Ressourcenkanister machen, ne? Glas, genau. Titan, Nanocarbon-Legierung, geil. Richtig. Geil. Und das sind die richtig geilen. Weil dann, wenn wir die dann einmal vollautomatisch füllen lassen und jede Ressource 400 da reingesteckt haben und die sich immer automatisch nachfüllt, wenn wir sie rausnehmen, dann ist halt vorbei, ne? Dann haben wir es halt so geschafft. Methan fehlt, ist die Methan-Nummer drin. Und wie haben wir diesen kleinen RTG bekommen? Den haben wir mal in eine Mission bekommen, glaube ich. Es gibt eine mittelgroße Batterie. Gibt es denn auch eine große Batterie? Nee, ne? Nee, habe ich vorher geschaut. Gibt es leider nicht. Witzig. Ich habe genau denselben Gedanken gehabt. Komm mal, fertig, das Silikon. Mittelgroßer Gaskanister, Silikon und Glas, ja. Ich mache direkt zwei. Und das... den... Chemielabor Atmosphärenkondensator. Brauche ich ein Eisen für noch. Das Eisen klaue ich mir einfach aus meiner Fabrik hier hinten. Joink. Und es gibt auf jedem Planeten später, was wir brauchen. Ja. Astronium, heißt es so? Astronium? Oh ja, Astronium ist giga geil nochmal. Mit Astronium erinnert sich nochmal alles. Also ich muss die ganze Base gefühlt nochmal umbauen, sobald wir Astronium haben, Max. So krass ändert sich alles, wenn wir Astronium haben. Das klingt ja ganz schön gefährlich. Klingt gefährlich. Aber halt auch gefährlich, nach gefährlich viel Spaß klingt das halt auch. Ja, das ist das Gefährliche daran. So, dann haben wir noch den hier. So, also geh nochmal mit mir durch, bitte. Ja, RTG. Check. Atmosphärenkondensator. Check. Super große Plattform. Wenn geht zwei, sonst nur eine. Eine geht leider. Mittelgroßer Gaskanister. Check. Dann los. Okay. Ja, muss ich nur warten, bis es fertig gedruckt ist, dann haben wir alles. Stabil gespielt. Zack. Oh, dann haben wir jetzt innerhalb von. Ich forsch hier ein bisschen gerade. Das hier noch da drauf. Zack. Das Game ist saugeil, ja, es ist. Es ist wirklich saugeil einfach. Versteckst du hier? Zack, ich komme mit. Du bist hier schon am Forschen? Warum? Einfach so. Hier einmal deine große Plattform. Oh ja, die habe ich noch nie gesehen, die gucke ich mir erstmal an. Ja, ich lasse sie sogar eingepackt. Kannst du dir einmal anschauen. Ich bin gerade gar nicht dann da. Dann haben wir mittlerer Gaskanister. Hier, das ist alles, was ich mitgebracht habe. Das wird gleich unboxed, Alter. Kleines Pack-Opening. Dann gehe ich hier noch ein bisschen mehr begradigen. Habe ich meinen... Ach du Scheiße. Mein Erdkanister weggeworfen. Schade dann. Okay. Ja, das ist die große Platz. Alter! Ja, die ist riesig. Wahnsinn! Haben wir genug Platz? Ja, safe. Die packen wir hier hin. Ich will die beide nebeneinander haben. Auspacken, so. Wow.
Boah, wie diese RTGs da aufploppen, ist so befriedigend. Bei jeder RTG ist so viel Arbeit eigentlich. Also ja. Unendlich viel Arbeit. Einmal Nanokarbon-Legion herstellen, es ist da krank. Sitzt du eigentlich, keine Ahnung, eine halbe Stunde dran? Es ist dran. Völlig krank, Mann. Aber wo tue ich die hin? Ich platziere die einfach hier. Wir haben keine Plattform mehr. Ich würde sagen, wir scheißen jetzt mal auf diese kleinen Solarmodule. Nimm sie wieder in deinen Rucksack. Die sind ja egal, hä? Die kannst du vergessen. Ja, mach noch eine Plattform. Mehr, dachte ich. Ja, deswegen mache ich noch eine Plattform. Achso, oder sowas. So. Einer Gaskanister, Atmosphärenkondensator hier. Und die Gaskanister kann man jetzt halt hier drauf stacken, ne? Da passen jetzt halt 6 Gaskanister drauf. Das doch. Ist so krass, ne? 6 Gaskanister kann der jetzt voll saugen, der Wichser. Dein Generator arbeitet nicht mehr. Welcher? Ja, der soll doch nicht mehr arbeiten. Achso, der soll nicht mehr arbeiten. Wir haben jetzt genug RTGs. Ich dachte nur einfach nur... 20 Helium, Wahnsinn. Und die große Plattform, wie kriegen wir die nochmal her? Die ist echt halt OP, ne? Die ist auch relativ einfach zu bauen. Aber halt nicht hier. Okay. Die können wir halt nicht so leicht transportieren. Wir können halt maximal 2 große Plattformen hier transportieren immer. Krass, okay, wir brauchen mehr Plattformen, dass wir die ganzen RTGs aufstellen können. Krass, heftig. Warte, den können wir doch noch hier aufstellen, komm, zack. Krass! Wie viel Forschung gibt der denn, so ein komischer Gegenstand hier? Einer hat 3000 gebracht, 3200 der rote. Was? So, musst du ja noch irgendwo RTGs aufbauen? Nö. Das nehmen wir auch beides wieder mit, können wir auf anderen Planeten weiterverwenden. Ja. So, geil. Das geht. Jetzt brauchen wir so ganz viele mittelgroße Gaskanister, ne? Genau. Aber ein mittelgroßer Gaskanister voll stellt 160 Nanokarbon-Legion her. Also das können wir gar nicht. Da müssen wir mit dem... Also Robot, reicht das so? Das reicht so, ja. Aber haben wir jetzt genug RTGs? 10 Stück braucht mehr, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 10 Stück genau. Ganz genau, perfekt. Forschungslabor ist halt noch an mit 2. Das ist nicht so wichtig. Das passt schon. Denke ich mir auch. Kann man ein RTG, wenn er noch nicht ausgepackt ist, im Inventar transportieren? Ja, kann man. Boah, was? Ja, ja. Du spinnst. Können wir alle Gase in ein Helium-Ding packen? Also in alle Helium in einen Gaskanister können wir jetzt irgendwie umpacken? Ja. Aber wir haben ja noch nicht viel. Du kannst das einfach nehmen hier, zack, klaust es und tust es da oben drauf und dann saugt dir das ein. Ja, lass das machen. Null, dann können wir aber auch einfach den hier darüber stellen, kurz. Dann produzieren wir. Ach stimmt! Ja, geil, dann können wir. Machen wir das hier dahin. Den hier dahin und den hier dahin. Und jetzt produzieren die beide da rein. Boah, ist das geil, Alter. Wir haben schon 28, sind 28 Nanokarbon-Legierungen. Da können wir einfach halt eigentlich durchziehen, oder? Ja, ich würde jetzt den hier mitnehmen, den mit 28. Würde ich einfach einstecken. Und hier den anderen hinstellen, dass beide voll gemacht werden. Und dann können wir durchziehen, ja. Und dann produziert ihr jetzt Helium für uns. Dann lass auch wieder Batterien hier mitnehmen. Das eine hier lassen, oder? Ja. Wie wird der gesaugt, die Batterie direkt? Echt? Ja, aber ganz wenig. Ja, aber jetzt halt scheiße. Forschungslabor. Ja, ist scheißegal. Also dann ist es hier halt nur 98% anstatt. Setz dich rein und komm zurück. Hier ist dein Sitz. Wo ist mein Sitz? Hier, da, in der Abstellkammer. Da habe ich ihn reingestellt. Ach, Digga, du Assi, da muss ich mitfahren. Da musst du mitfahren. Spinnst. Ach, von da kannst du auch starten. Warte, dann lass mich jetzt einsteigen. Da musst du nochmal raus. Okay, jetzt kannst du rein. Ab zurück.
Schwefel gibt's auch nur auf dem Planeten, oder was? Schwefel. Echt? Ich guck mal nach. Was braucht man denn nochmal Schwefel? Dynamit. Oh, krass. Nee, okay. Schwefel gibt's auch auf Kalidor. Okay. Ich guck mal ganz kurz. Planeten. Wir waren noch nicht auf Kalidor, so random, ne? Genau, auf Kalidor noch eine geile Außenposten bauen. Einen fetten Schwefel aus dem Posten. Mhm. Aber ich würde tatsächlich nur Außenposten bauen und dann ganzen Sachen die Mainbase transportieren und dann da richtig viel Spaß haben. Genau. Guck mal, und jetzt passiert die Magie, Max. Steig mal einfach aus. Und jetzt können wir hier einfach den Zug rufen. Jetzt kommt er vorbei. Ja. Dann tauschen wir den leeren Kanister. Ja, das ist halt ein kleiner Wichser, der Typ hier. Mhm. Bisschen mit dem vollen Kanister. Stellen ihn auf Abgabe aktivieren, machen die Abgabe aktivieren und schicken ihn wieder los. Ups. Zack. Und der stellt jetzt automatisch daraus Nano... Carbon-Legierung her, ja. Digga, ist das krass. Mal, und das sind dann direkt LTGs. Gegriffen. Der hat das jetzt direkt gegriffen. Stellt's her. Das sind direkt RTGs. Wird da direkt alles reingelagert von allen Armen, von allen Seiten. Dann geht die Maschine an. Wahnsinn. Ey, das ist so dermaßen geil, ne? Ich werde aber noch eine Ammoniumquelle anzapfen. Digga, macht das Bock. Macht das Bock. Und da werden sie dann eingelagert hier. Fett RTGs haben. Oh, ist das nice. Ja, okay. Jetzt ist der Wahnsinn. Jetzt geht's los. Jetzt beginnt das Spiel. Jetzt geht's los. Was machst du jetzt zuerst? Ich würde jetzt. Jetzt kommt's drauf an. Jetzt müssen wir halt schauen. Wir müssen es halt regelmäßig, wenn wir die. Also, wir können jetzt diese automatische Farm laufen lassen. Wenn wir dauerhaft halt. Erde ranholen. Guck mal, hier sind immer die Erdekanister. Da siehst du ja ich schon. Ich hab einen Bug, egal wo ich hingehe, das große Shuttle-Menü wird mir angezeigt. Echt? Mhm. Ja, das ist ein Bug gerade passiert, das nervt gerade ein bisschen. Also ich würde erstmal so ein paar Quality of Life Sachen machen, wie jeder kriegt einen kleinen RTG in sein Inventar, dass er immer Strom dabei hat und jeder kriegt so einen Sauerstoffgenerator mit. Ein kleinen RTG oder ein RTG? Ein kleinen, also der auch im Inventar aktiv ist. Ja, den habe ich dabei, ja. So, dann würde ich mir jetzt auch gleich machen. Mach das. Und dann würde ich mir schon mal Novus anschauen. Wie heißt das Ding, womit man so geil den Planeten machen kann? Wie heißt das Equipment? Willst du jetzt noch weiter zocken? Bisschen noch, bisschen. Okay. Oder? Ja, doch, können wir. Okay. Aber dann mache ich jetzt heute nur noch kleinen Scheiß, weil ich glaube, für Großes fehlt mir hier die Brain-Leistung. Passt. Ich bringe auch noch ein paar Sachen hin und her. Wie heißt das, dass dieser Planetenplanierer, womit das hier so geil ist? Das heißt, das kann ich dir geben, weil ich werde es noch nicht brauchen. Hier. Ausrichtungsmodul. Damit, wenn du jetzt planierst quasi, machst du immer mit der... Musst du aber auch deine Waffe drauf machen. Ach so. Wir haben schon 9 Ding hergestellt, ne? Das ist so geil. Aber guck mal, wie der Strom leer gesorgt wird. Wir haben nicht genug Strom, dass die Fabrik läuft. Das Echt so, jetzt? Ja, natürlich nicht. Wo sind die Batterien? Wo sieht man die? Du siehst es an der Dicke dieser gelben Linie bei den Stromkabeln. Aber, achso, wir haben unser Lager gar nicht hier, wir können gar nicht überprüfen, wie es ist, ne? Ja, genau. Aber du siehst okay. Halt, wenn, sobald das hier dünn wird, sobald das dünner und dünner wird, dann wird halt immer weniger und weniger Energie und dann läuft es halt langsam. Willst du für einen Flex einfach nur, ich will ganz kurz gucken, unser halber Planet ist Sonne und Wind, ist beides nur Mittel, achso. Für einen Flex bauen wir einfach unendlich viele RTGs, ne? Genau. Finde ich noch einen krasseren Flex als die XL-Windturbine und den Stuff, ne? Ja, stimmt. Die sehen halt ein bisschen geiler aus. Das Problem ist, guck mal, Ammonium, das ist hier das Nervigste an der kompletten Fabrik, ist diese eine Erdzentrifuge hier. Die macht nämlich nur immer ein einziges Ammonium. Aber ist es nicht schnell genug? Nee, es saugt einfach unendlich viel Erde leer. Krank. Weil normalerweise machst du aus zweimal Erde, machst du halt irgendwie
16 Harz, aber du machst hier aus 2x Erde 1x Ammonium. Das ist halt einfach nur recht teuer. Das klingt ganz schön scheiße, wenn du mich fragst. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch eine Ammoniumquelle anzapfen und die hier hochfahren lassen einfach. Aber du machst das gleiche nochmal. Ja, ich habe halt keine Lust, die ganze Zeit Erde zu farmen. Das ist halt echt... Das ist ja nicht zu langsam, es kostet einfach nur zu viel Erde. Ach so, ja, okay. Du musst halt dann, du sitzt halt dann den ganzen Tag im Rover, ja, du hast recht. Rover hin und her, damit das hier du läuft. Du hast recht. Und wenn wir Astronium machen können, habe ich halt auch direkt viel mehr Spaß. Das würde ich auch gerne kurz einmal mit dir angehen, dass wir kurz zusammen uns Astronium anschauen. Weil mit Astronium können wir auch andere Sachen traden an der Handelsplattform. Wann jetzt? Nee, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht, nee. Nächstes Mal. Spielt Sebo noch mit? Ist er noch manchmal da? Ich habe ihn gefragt, aber er meinte, dass er irgendwie keinen Bock auf Astronomie hat. Also ich habe ihn gefragt, ob er Bock auf Astronomie hat, da hat er gesagt, nee, er will es lieber zocken oder irgendwas anderes machen. Okay. Aber ich weiß nicht, ob er wieder dabei ist, wenn wir Missionen machen, weil ich habe ja echt nur, Ja. Die Dinger sind so süß, ne? Ich finde die so geil. Ich finde die mega Fan geil. Wir haben hier direkt irgendwo auch Glas, nicht nur Quarz, ne? Ja. Ich muss auch noch das Ding hier gescheit bauen. Kunststoff. So, ich mache jetzt erstmal das hier gescheit. Krise, wir haben kein Glas. Das könnte man sich ja sonst irgendwo noch rausnehmen. Oder? Nee, kannst du nirgends rausnehmen. Du musst sicher, dass wir kein Glas mehr hatten. Quarz haben wir aber noch. Warte, wir können dir einmal Glas machen. Du kannst einfach hier Dinges losschicken. Das ist jetzt dein... Aber wir haben 23 Quarz. Was bringt uns das? Brauchst du auch. Ja? Okay. Aber wo kann ich das schmelzen? Also die Handelsplattform hier rein. Hier in den Schmelzer. Das ist der Schmelzer, der es dann einsortiert. Ich hab jetzt auch gerade Quarz geholt, ne? Danke. Dann hole ich mir jetzt gleich. Warte, was. Ich wollte jetzt noch eine Plattform bauen, genau. Ich brauche Harz. Ja, bei so einer Mission werden halt direkt alle Ressourcen gedrained, ne? Wir haben halt wieder nichts mehr. Und Kunststoff war. Kunststoff weißt du auswendig? Nee, weiß ich nicht auswendig. Mit Lithium. Lithium ist so teuer. Ich komme nicht drauf klar, dass Lithium so teuer ist. Ich komme auch nicht drauf klar, dass ich gleich schon meine Quelle wieder umbauen muss da unten. Wahrscheinlich. Kunststoff war. Chatpack jetzt. Soll ich uns beiden den Chatpack machen? Oh, nee, oder? Ja, doch. Dann mach ich mir nur eins. Willst du kein Chatpack? Ist doch geil. Oh, das klingt irgendwie, das brauchen wir ein bisschen Drazin und so im Inventar die ganze Zeit bestimmt. Machen wir jetzt erstmal einen kleinen RTG, den tue ich mir meinen. Ich glaube nicht, oder? Hatten wir jetzt Kohlenstoff hinten im Lager? Ich muss auswendig wissen, was wir denn überhaupt haben. Eigentlich haben wir alles im Lager. Kann halt sein, dass es leer ist. Aber Kohlenstoff also doch nicht. Doch, eigentlich haben wir auch Kohlenstoff im Lager. Du musst halt ein bisschen suchen. Und eigentlich lasse ich immer eins übrig, damit man halt weiß, dass, wo es hingehört. Aber ich muss mir vorstellen, dass du es halt einfach rausnimmst. Autoarm, Aluminium und Stoff. Es fehlen ja auch so viele einzelne Dinger jetzt. Das ist auch. Da ist der Computer einer, sehr gut. Kein Graphit mehr. Doch hier ein Stück. Man muss ein bisschen suchen. Was ist alles in der Fabrik so als Zwischenprodukt? Davon kann man sich ja dann theoretisch immer unendlich rausnehmen, ne? Genau.
In der Fabrik dazu, du kannst dich mal umschauen. Halt, also wir haben. Hast du in der Fabrik Gemisch? Nee, ne? Nicht einmal Gemisch. Gemisch nicht, nein. Okay. Aber du musst die Handelsplattform einfach benutzen. Dafür habe ich die doch gebaut. Wenn du irgendwas willst, schickst du die Handelsplattform los. Hier. Einfach wie hier? Ja, du wartest, bis sie voll ist und dann wählst du es aus und dann kriegst du sie los. Für was immer du möchtest. Okay, das ist super, das werde ich jetzt die ganze Zeit nutzen. Und warte, komm nochmal schnell her. Der Autoarm hier. Der hier. Mhm. Der nimmt und tut es direkt einsortieren. Und der hier schmelzt es. Also je nachdem, was. Also wenn du Gemisch machst, machst du den an. Wenn du Glas haben willst, machst du den an. So. Wenn du jetzt Gemisch hast, machst du halt den an. Dann wird es halt einsortiert. Perfekt. Sehr stark. Wo waren nochmal unsere drei Drucker? Die sind hier, super. Macht man ist hier noch irgendwo ein Chemielabor? War hier hinten, ne? Ja, genau. Hydrazin-Jetpack. Ich mach mir das jetzt. Kannst ja dann. Wenn du es nicht haben willst, dann. Graphen ist leer, ich pack's nicht. Graphen? Ist das nicht in der Fabrik? Ja, ich sehe, nee, die Zentrifuge ist halt, also wir haben echt jetzt, also wir haben jetzt übel viel Erdeverbrauch. Erdeverbrauch, aber wir haben auch schon mega viel ATGs hergestellt. Guck mal, alle, die hier leer sind, waren mal voll, Max. Echt jetzt? Ja, alle, die hier leer sind, waren mal voll. Oder finde ich so toll, ne? Die waren alle mal voll. Wir Digga, haben wir können den kompletten Planeten abtragen hier, ne? Die waren alle voll. Ich bin so lange farmen gegangen, die waren alle voll. Wollen wir einmal so. Wollen wir mal wirklich so, wie so im Apple-Logo, einfach so ein richtig großes Stück vom Planeten wegfressen? Ja, ja, wir können machen. Wir können auch später noch. Wir können zwei Rover bauen und dann beide Rover hinten dran so eine. Guck mal, wie viel wir haben. Wir haben 19 Nanocarbon-Legierungen. Das sind 19 RTGs. Kannst du mir da ein bisschen RTGs mitgeben? Auf chillig? Ja, musst du machen. Aber müssen wir halt auch wieder Dingens herstellen, Lithium, ne? Ist halt. Probier ich. Ich spamme eigentlich hier gerade die ganze Zeit Lithium, wenn du nicht dran bist. Weil wir echt Lithium brauchen. Nein! Jetzt sind die drei abgefallen. Oh nein. Muss mal warten, bis es voll ist. Naja. Muss warten, bis es voll ist? Ja. Was meinst du? Naja, du tauschst ja immer 2 zu 1 oder so. Und da waren, glaube ich, gerade 7 drauf und da geht halt 2 zu 1 nicht auf und deswegen lässt er 3 fallen oder so und dann ist halt scheiße. Ah, verstehe. Ah, wir haben kein Helium mehr, ne? Was? Naja. Aber gerade hapert es eher noch an den anderen Sachen. Weil die Erde halt leer gesaugt wird und man da ein bisschen Auge machen muss. Oder wenn wir halt ganz krank sind, können wir all das hier auch später mit Astronium automatisieren, ne? Dann wird's halt ganz verrückt. Warum? Du kannst mit Astronium dir was ertraden, was du direkt verschreddern kannst. Das heißt, du sparst dir den Weg übers Harz. Das heißt, wir können später alles mit Handelsreform machen. Also ganz, ganz crazy. Aber Astronium kann man auch mit so einem Ressourcending abbauen? Astronium kann man. Ja, Astronium kann man mit so einem Ressourcending abbauen, das ist es. Das ist ja krank. Das ist ja dann ja richtig krank. Ja. Das macht unglaublich. Wie baut man den Autoarm? Graphit haben wir keins mehr. Und Aluminium. Was ist das hier? Ist aber einfach weiß, ne? Das ist echt gut.
Wir bräuchten jetzt nur das Genaue auszurechnen. Warte, das stimmt nicht. Ich brauche eine Titanlegion. Geht nicht ohne Titanlegion, ja? Wie viel wie viele Labore ein Atmosphärenkondensator mit Methan füllen kann? Oder wie viele Atmosphärenkondensator wir brauchen, um ein Labor Dauer zu füllen? Das perfekte Verhältnis. Ja. Das werden wir dann ja sehen. Ich glaube, da gibt es keine. Gibt es leider nicht so eine geile Antwort für. Ich habe auf jeden Fall. Fuck, aber wir können jetzt bald wieder nicht zocken, ne? Warum? Naja, der Red Bull Event geht. Es geht schon wieder los eigentlich, ne? Ja, ja. Bei mir ist auch krass. Ich habe die komplette Woche was. Ah, wo ist der Sauerstoffgenerator? Auf dem Planeten, oder? Da muss ich dann noch einen wiederherstellen, ne? Kannst du mir ein paar LTGs machen? Ob ich zwei? Ein paar RTGs. Warte, mach dir dieselbe. Du hast doch hier unendlich. Aber die werden jetzt immer langsamer, ne? Was heißt das? Naja, wir haben keinen Benzin mehr. Also die werden noch hergestellt, aber halt. Die ganze Fabrik ist so am Schuften, ne? Die Erde wird so leer gesaugt, das ist so krass. Ja, die Fabrik muss noch wachsen. Die Fabrik wird noch wachsen. Okay, das fährt wieder weg. Sauerstoffmacher, Aluminium, Keramik. Wir müssen wieder anschalten. Eutrazin wird halt auch direkt verwendet, ne? Sobald es gemacht ist. Mit einem Atmosphärenkondensator konnte ich 3 Forschungskammern darauf betreiben, 4. lief bei mir nicht so gut. Okay. Das ist doch schon mal eine geile Info. Das ist geil, wer war das? Der hieß Unsinnfrei. Ey, so kann ich nicht F drücken. Geht. Nee, ist cool. Hab ich gerne an meinem. Mach ich an der anderen Seite mir noch einen kleinen Mini-RTG. Was kostet eine Mini-RTG? Also der immer Strom macht im Inventar, den hätte ich nämlich auch gerne. Mach den im Inventar? QT-RTG? Ich kann Inventar machen, das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kleiner Generator. Ach, Mini-RTG bekommt man nur durch Mission. Davon haben wir nur einen einzigen. Guck. Das finde ich doch scheiße. Habe ich jetzt keinen Mini-RTG? Ich habe gerade meine Batterie zerschrottet, die ich hatte, weil ich mich so. Hast du mir gerade mein Inventar gelegt? Mhm. Brauchst du ihn nicht mehr? Doch. Achso, danke dir. Aber du brauchst ihn mehr mit dem Jetpack, oder nicht? Nee, das Jetpack nimmt Hydrazin. Oh, dann möchte ich ihn wieder haben. Mhm. Kriegen safe noch einen. Ja, safe. Ah, ein Sauerstoffgenerator. Ich mach dir auch einen. Ich hab schon einen. Echt? Du hast dir schon Sauerstoffmacher gemacht? Ach so, Ach so, sorry, falsch. Aluminium und Graphit, das brauche ich ja gar nicht unbedingt. Wo geht diese Superplattform? Im großen Drucker. Tragbarer Sauerstoffmacher. Einfach nur eine Nanokarbonlegierung, das solltest du dir auch machen. Der macht dauerhaft Sauerstoff. Du brauchst dann keine. Extra große Plattform A oder B? B ist es, glaube ich.
lass mich kurz checken. C gibt's auch noch? C ist es, sieht aus wie C. Es ist C, ja. C ist richtig. Harz und Eisen. Boah, jetzt ist mein Setup. Jetzt ist mein Setup komplett. Krass. Ja, die ganzen Missionen. Die Missionen grinden wir, wenn wir mit allem fertig sind. Oder? Also ich habe jetzt keinen... Ja, ja, safe. Bedarf. Ich finde es alles toll gerade. Eisen kannst du dir auch aus der Fabrik rausnehmen, ne? Eisen ist so ein Ding, kannst du aus der Fabrik greifen. UTRTG. Wir haben echt nur einen einzigen. Ach du Scheiße, wir haben schon wieder. Wir haben wieder ein. Wir haben gleich keine Erde mehr. Unsere Fabrik steht gleich, weil wir alle Erde weggesaugt haben. Wie die Dummen haben wir alle Erde weggesaugt. Das ist verrückt. Also wirklich, jetzt ist leer. Jetzt war's das. Erdkanister sind leer gesaugt. Aber wir haben damit fucking 23 Nanokarbon-Legionen gemacht. Das ist so krass. Bauen wir mal ein paar RTGs, wenn es geht. Ein paar RTGs, wie viel brauchst du denn? Wo willst du hin? Ach, hier jetzt war jetzt gerade kein Schrott, weil... Ja, die muss halt arbeiten, die Fabrik. Verrückt. Das ist wirklich ein Wunder hier einfach alles. Gemisch und Harz, das kriege ich so hin. Ist das toll. Es ist wirklich genial, ist das toll. Toll, also wirklich, ich habe ganz viel Spaß. Zack. Ich werde gleich so meine Eltern stören, Alter, wenn ich um 2 Uhr nachts runtergehe und mir so dick was zu essen mache. Ich brauche mehr Glas. Kann ich das Ding irgendwie geiler hier anschließen? Nee, ne? Dass der aus allen Quarz Glas macht, dass ich mehr als 4 reintun kann irgendwie? Nee, wir können da später vielleicht noch 2 hinstellen. Was war Kupfer? Malachit, ne? Malachit war Kupfer, genau. Aber... Ja, okay. Wieso trägt er das immer wieder ab? So. Hier ist übrigens Schrott drin, ne? 24. Also wenn du das, wenn du den... Weil dann wurde kann man das... Wieder, nimm's raus und tust direkt auf die Rakete drauf. Nee, nicht da drauf. Können wir es nicht auch einfach hier aufs Lager tun? Nee, ne? Nee, dann machst du ein bisschen die Automatik. Das ist ja so eine Automatik. Ich glaube, du machst sie nicht kaputt, aber ich glaube, du machst sie nicht kaputt, aber ich würde es einfach direkt auf die Rakete packen. Packt's, wenn gleich wieder kommt. Max, hier sind 7 RTGs für dich ready. 7? Ja, oder die werden gerade. Also hier sind 5 und da werden, glaube ich, noch 3 weitere gepumpt oder so. Also, dass sie auch ins Inventar passen, ist ja eine absolute Frechheit. Wunderbar, es ist alles wirklich wunderbar. Guck mal, und ich habe jetzt einen Chat-Deck. Weißt du, du hasst es, aber ich liebe es. Wir müssen wirklich... Du musst mir Astronium freigeben. Der Moment, wo du mir Astronium freigibst, ist das alles nochmal viel effizienter hier.
Ja. So eine Ressource. Wir könnten einmal kurz runterfahren und zusammen Astronium anschauen und dann kann ich das morgen abbauen automatisch. Ja, ich muss eine Roboterfahrt machen jetzt. Ich muss jetzt Erde ranholen. Die ganze Erde ist leer gesaugt. Unsere Fabrik steht. Unsere Nanocarbon-Legierungsfabrik steht. Welchen Gegenstand, den man das Astronium machen kann, kann man sofort verschrotten. Das kann ich jetzt nicht hoch und runter, so weil es nicht da ist. Es ist, glaube ich, die Schubdüse. Wenn ich mich nicht recht erinnere. Hier, es ist der Feststoff-Prungbooster. Den kannst du. Aber kann man dann ultra viel zu richtig viel Schrott machen. Kannst du richtig verschrotten, Max. Der Moment, wo du den Feststoff-Sprungbooster verschrottest, sind all deine Schrottprobleme für immer gelöst. Vor allem, du kriegst auch für ein Astronium zwei. Wie hast du die große Plattform mitgenommen hier? Die passt auf einen der Slots drauf, oben. Achso, da hast du schon was reingelegt. Oh, wolltest du Quarz herstellen oder wolltest du Glas herstellen? Du hast recht, ich weiß es. Ich habe die Dinger falsch eingestellt. Das stellt Glas her, gut. Keine Erde mehr fahren, ja. Aber dann musst du halt. Wie groß sind die Astroniumquellen, Chat, die ich abfarmen kann? Reichen die mir gut aus, die Astroniumquellen? Weil wenn ich die alle paar Minuten umstellen muss, ist auch nicht so geil. Groß, ja, groß, okay. Ja, ein Autoarm kann die Feststoffdüse abgreifen, das ist ja das Geile. Der grabt die sich einfach. Ah, dann ist sie nochmal so viel schneller. Die Fabrik, dann ist sie nochmal so viel schneller. Okay, ich würde einmal losflattern zu Novus. Flatter eine Runde. Oh, wir haben keinen Strom mehr hier. Echt nicht? Ja, ganz wenig nur. Das ist krass. Ich guck nochmal, ob es echt Novus war. Hatte ich auf Novus schon mal einen Außenposten, weil der war so richtig kacke. Ja, ich mach mir jetzt das zweite Chatback noch. Methan. Dann müssen wir irgendwie. Kraftstoff 13% für nur zurück reicht noch, ne? Wie viel? Da steht doch, wie viel Starts du hast. Ich glaube, du brauchst. Starts 3. Nee, reicht nicht. Drei Starts reichen nicht! Warte, ich geb dir den hier, warte. Nee, reicht aber nicht. Aber Starts 3 ist doch 3. Reicht dreimal nicht. Starten. Reicht nicht, oder? Hä? Ich tu dir einfach jetzt hier noch einen Hydrazin dran, dann. Warte. Wieso kann ich das Hydrazin nicht runternehmen? Geht das nicht runter? Sitze? Da nicht runternehmen, das Hydrazin? Sie haben Ammoniumproblem, Max. Das Ammonium. Wo ist das hin? Das Ammonium? Nein, das Hydrazin, was du mir gerade geben wolltest. Ja, das kriege ich nicht. Gib's her. Ich bekomm's nicht. Ich krieg's nicht. Ich würde es dir gerne geben. Ich kann nicht. Ich kann es da nicht runternehmen. Wir müssen hier eins raussnacken, sobald es ready ist. Warte. Claudia eins. Digga, ist die Fabrik am Ackern. Ja, die ist. Das all, bewegt sich alles, ne? Hier ist ein Hydrazin hier. Danke. Das
Dass der mir mal Schrott ins Inventar legt, ist so eine bodenlose Unverschämtheit. Was sollte ich jetzt machen? Oh, warte mal. Na, was denn? Wir haben einen Hydrazinkanister hier. Da sind drei Hydrazin drin. Immerhin. Zu Novus musste ich, ne? Ich bin weg. Okay, tschüss. Erstmal eine große Großeimer abladen. Ich guck jetzt nochmal nach, ich hab's jetzt dreimal vergessen. Es ist wirklich Novus, ne? Novus, Sonne hoch, ja. Aber ist noch deaktiviert. Ist ja das Richtige. Aber wir haben jetzt eh nicht mehr, wir haben jetzt keine Erde mehr. Also entweder ich gehe jetzt Erde farmen oder ich gehe mir Astronium anschauen. Astronium darfst du dir Astronium anschauen. Echt? Ja. Geil. Okay. Auf geht's, Chat. Die Astronium-Freigabe ist gegeben. Warte, ich hab's. Wofür sind diese Alien-Kubusse? Sorry, irgendwas mit Story. Ich hab keine Ahnung. Wirklich, ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe mich auch nicht spoilern lassen. Mir meine Base einfach auch an so einen Alien-Posten. Das ist cool. Ne? Dann kannst du immer, wenn du dann anfängst, da die Erde zu begradigen, bau runter auf in der Mitte von dem Alien-Posten. Ja. Und also bau runter. Also du kannst es ja nicht abbauen. Ja. Aber du kannst die Erde wegbauen, die da ist, falls da welche ist. Ist sie nicht. Okay, und dann gehst du auf dieses Flattening-Tool und dann fängst du immer in der Mitte an. Und dann kannst du es nicht verkacken. Und wenn du dann deine Maus ganz langsam, während du am Begradigen bist, an den Rand ziehst, dann dreht sich dein Bildschirm mit. Ganz langsam musst du es machen. Ist ein bisschen verkrampft, aber so geht's echt am einfachsten. Hab ich hier nicht noch einen dicken Auto-Extractor? Oh, da steht der, Alter. Komm mal direkt mit, Alter, zur Astronium-Suche. Den wollte ich eigentlich für noch mehr... Oh, hier werden bald so die Züge langbrettern, Max. Irgendwie immer ein Bug. Den der Rover da drin ist. Hast du Ach Rover? Du Scheiße, hab ich mich verklickt. Oh. Hast du genug Sprit dabei? Ja. Ist aber auch fies, weil es einfach ein Bug ist. Ist das der wieder? Muss er ja. Oh, das ist der nicht. Halt die Fresse. Jetzt ist völlig Arschritze, Digga. Warum? Es gibt zwei Alien. Würfel. Und wieder in den Orbit schießen. Boah, bin ich kacke. Das hältst du nicht aus. Das kann man nicht aushalten. Schneide ich einfach alles raus. Nee, ich bin beschissener. Ich bin mit meinem riesigen Lieblingsgerät losgefahren und hatte keinen Sprit dran. Und jetzt steht er hier ohne Energie einfach in der Höhle. Und ich muss zu hoch laufen und Energie holen. Das ist noch viel beschissener, Alter. Ich hab's einfach auch voll verkackt. Ist das schlecht. Kann ich da jetzt nicht mehr landen? Aus welchem Grund kann das sein, dass ich da nicht mehr landen kann? Sag mal schnell. Bist du da schon mal gelandet? Ja, eben gerade. Dann habe ich was ausgeladen und wieder losgeflogen. Oh, ich habe leider absolut keine Ahnung, woran das ist. Ach, Digga, als ob ich jetzt so leide wegen eines Bugs. Ist es ein Bug oder hast du dich derbe verklickt? Es ist ein Bug. Nein, da ist große Shuttle. Ja? Das Menü geht nicht weg, wenn ich aussteige. Ich habe die ganze Zeit über mein komplettes Gameplay dieses große Shuttle... Zum anderen Planeten fliegen, beschleunigen, verlangsamen. Oder hast du dich kurz Kraftstoffstarts. Ich kann da einfach nicht landen. Ich kann jetzt da einfach nicht mehr landen. Glaube ich nicht. Das wäre zu dumm. Ich lande daneben. Doch, ist so. Ich habe ein paar Sachen ausgeladert. Jetzt ist da leider. Ich kann einfach nicht landen. Das ist auch ein bisschen. Boden. Bisschen witzig. Und selbst den Sauerstoffmacher habe ich da rausgeworfen. Ich komme da auch nicht hin, ich kann auch nicht hinrennen. Boah, da könnte ich so geisteskrank Rage quitten, ne?
Ah doch, ja, Sauerstoffmacher ist hier. Hast du dir kein Sauerstoffgerät gebastelt in deinem Inventory? Nee, ich weiß nicht, wie das geht. Ein Sauerstoffmacher muss auf einer Plattform liegen, dass er funktioniert, ne? Nee. Obwohl, doch. Doch, muss er. Aber du kannst rein theoretisch die Plattform mit dir rumtragen. Du könntest den Sauerstoffmacher auf eine Plattform packen und die Plattform dann mit dem Sauerstoffmacher mit dir rumtragen. Der Rover gibt auch Sauerstoff. Das stimmt. Wenn du den Rover dabei hast. Auf Wiedersehen, mittlere Turbine. Mit dir spielen. Irgendwie neben der seltsamen endlosen Stromquelle sitzen, während ich Auto fahre. Digga, was macht das Gerät? Ich sterbe. Welches Gerät? Das Gerät hat mich getötet, das Gerät hat mich getötet. Was du mir gegeben hast, dieser Plattmacher. Der Platt, ach, hat er dich in die Erde gebuddelt? Ja, hat er, ich komm hier nicht raus. Bau dich hoch, mach den Plattmacher schnell weg von der Waffe. Schnell wegmachen von der Waffe. Ich ersticke, warte kurz, ich ersticke. Sauerstofffilter. Digga, was ein Stress. Du musst den Plattmacher immer gucken, dass der nicht... Der hat zwei Modi. Der hat einmal den einen Modi, hat er noch den anderen Modi. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich weiß, bin fast gestorben. Direkt am Leib erfahren, dass er noch einen anderen Modi hat. Wo ist jetzt das Astronium? Sebo hatte doch auch schon mal Astronium, hä? Wie random. Du hast in Sebo Astronium gefunden. Verstehe ich nicht. Aber hier sind überall Erze ohne Ende, Max. Jetzt verstehst du nicht, wie die Erze rumliegen. Das ist ja ein Traum. Ich weiß gar nicht, wie ich gerade auf diesem Planeten hier gefangen bin. Bisschen witzig. Kraftstoff 30%, aber wie viele Starts sind das denn noch? Genug. 7. Das sind 8 Starts oder so. Alter, ist das stressig, dass ich hier abgestürzt bin. Hier passieren ganz Wie kann ich den ersten kleinen Drucker nochmal betreiben? Oh mein Gott, ich hab dir meinen RTG mitgegeben. Du hast mir den RTG mitgegeben, ja. Aber ohne den wäre ich jetzt tot. Oh mein Gott, wie kann ohne ich, wie kann ich weiß, aber wie kann ich den allerersten kleinen Drucker... starten.
den allerersten kleinen Drucker starten. Den stellst du auf den Boden und machst Go. Du kannst dir noch... Wie viel Strom braucht der? Nicht viel. Du kannst dir... Du kannst ja, aber so wie einen, denn? Du kannst so einen kleinen Generator bauen, so einen Mini-Generator. Das ist aber stressig, Digga. Ich will einfach nur weiterfliegen. Ich bin hier irgendwo auf dem Planeten, wo ich gar nicht hin möchte. Es tut mir leid. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Digga, ist das schrecklich. Aber es ist gerade so wichtig, dass ich gerade nicht live streame. Ich habe mein Auto verloren. Glaubst du mir das? Ah ne, da hinten steht's. Kann ich irgendwie rauszoomen, wenn das. Also. Nur mit dem Zahnrad. Aber nee, ich meine so richtig weit, dass ich so weiß, wo ich auf dem Planeten hin muss, sozusagen. Meinst du jetzt, wenn du in der Luft bist? Nee, ich bin auf dem Boden und will den Planeten einmal in der Ansicht sehen. Ich glaube nicht. Ah, da hinten ist, glaube ich, der Würfel. Ich habe ihn schon gefunden. Oh mein Gott, das ist wieder der falsche Würfel. Das nicht war's. Brechen. Nicht brechen, Max. Das war's. Nicht brechen. Wieso? Wie viele Würfel gibt's denn davon auf einem Planeten? Ich weiß es nicht. Das ist doch wirklich einfach nur dumm. Also das ist wirklich... Das 3 bis 6 Stück gibt's. 3 bis 6 Würfel gibt's. Das ist so dämlich. Das hat mich so aus... Digga, das ist halt die Scheiße. Das ist jetzt 2, ne? 2, ja. Das müssen wir halt alles hinten ranhängen. Ich fand's echt krass. Ich fand's krass, dass du überhaupt noch weitermachen wolltest. Scheiße. Ich kann auch gleich nicht mehr. Also ich kann vielleicht noch eine halbe Stunde bis Stunde, aber dann muss ich wirklich weg. Schießen. Ist das schlimm? Der Alienwürfel, in dem ich gelandet bin, der ist einfach weg. Der ist nicht weg. Ich glaube, man hat immer dieselbe Umlaufbahn. Daran kann man sich, glaube ich, orientieren. Hast du das gecheckt? Ja. Du quasi links oder rechts gedrückt hast, dass du gelandet bist? Hat der jetzt nur 2 oder 3 Würfel? Der Planet? 3 bis 6 kann er haben. Vielleicht hat er auch 6, Max. Vielleicht hat er auch einfach 6 Würfel. Digga, ich weiß, warum ich nicht mehr landen kann. Ich habe einfach nur die RTGs rausgetan. Das war's. Jetzt kann ich hier nicht mehr landen. Verstehst du das? Ach so. Ah, so beschissen. Ein eingepackter RTG. Ein eingepackter. Den hast du aus deinem Inventar rausgetan. Genau, jetzt kann ich dann nicht mehr landen. Super. Ja, es macht keinen Sinn. Alles, was ich gebracht habe, ist weg. Das ist der heftigste Bruch. Ich komme da ja auch so oder so nicht hin. Verstehst du das?
Ja, check ich. Ich war noch nie so gebrochen von dem Game wie jetzt. Dann muss es der Würfel sein. Was ist, wenn es der jetzt nicht ist? Dann das ist das ganze Projekt. Gott, jetzt habe ich da kein Gemisch mehr, um hier Verbindungen herzustellen. Ich habe auch nicht mehr Harz. Boah, ist das schrecklich. Hey, ich wollte chillig ein bisschen spielen. Ich laufe die ganze Zeit einfach nur auf dem Planeten rum und kann nichts machen. Ja. Wenn du einmal drin gefangen bist, dann ist es halt auch scheiße. Soll ich dir sagen? Verkackt. Irgendwo hast du misplayed. Ich hätte direkt abbrechen sollen. Es wäre immer noch am smartesten, wenn ich jetzt abbreche. Und ich einfach zurückkomme und alles nochmal baue. Haben wir halt 7 LTGs verloren und so. 7? Ja. Ja. Ich meine, es ist jetzt. Es ist nicht so schlimm, weil wir haben ja die Fabrik dafür. Aber dafür müsstest du eigentlich einmal Erde farmen gehen. Ist quasi. Klar. Oder nicht mal. Eigentlich ist es gar nicht schlimm. Eigentlich sind 7 RT jetzt gar nichts wert. Kann auf der Ebene hier auch Astronium sein, Chat? Oh, können wir eine Sache machen? Ich würde gern so ein. Wenn du. Mach neu. Ich sag so, dass du da jetzt auf dem Planeten rumirrst. Um nächstes Mal, wenn du losgehst, nimmst du ein so ein Signalfeuer mit aus der Base. Und das legst Was du dann. Kann das? Das leuchtet dir, wo du landen sollst. Aus dem. Wenn du dann im Orbit bist, sagt dir das Signalfeuer, wo du landen sollst. Dann kannst du nicht falsch landen. Ja, dann kann ich heute aber nicht mehr neu machen. Oder das bricht mich so sehr. Ich wollte es so sehr. Ist so sehr gewünscht. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, du kannst kurz zurückfliegen und dir. Ich würde einfach nur eine gerade Fläche machen. Also, die MTGs kannst du dir nochmal holen. Gerade Fläche würde ich eh brechen. Wenn du damit jetzt an. Das würde ich eh brechen. Also, das. So? Weil das echt verkopft ist. Ich habe dir zwar erklärt, wie es geht, aber es ist wirklich. Also, da musst du wirklich ein bisschen. Oh, hier ist ein Exochip-Ding. Kann man ein Exochip selber herstellen? Nee. Kannst du ja traden mit Astronium. Oh, krass. Warum finde ich hier nirgends aber mehr Astronium? Ich habe nur eine Astronium-Quelle bis jetzt gefunden. Das nervt ein bisschen. Über solche Koffer hier unten. Also Exochip-Koffer? Ja. Haben wir ganz viele. Also musst du jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Oh shit.
Jetzt habe ich das Gerät hier verloren. Also, dass du nicht landen kannst, weil da, du weißt, wie groß ein eingepackter RTG ist, ne? Du weißt, wie groß ein eingepackter RTG ist, das muss ich dir nicht sagen. Ja, ja, der passt in dein Inventar, der ist so groß wie, keine Ahnung. Genau, deswegen kann ich da jetzt nicht landen. Weil der da liegt, oder was? Ja. Oh. Das passiert mir auch nie wieder. Ja, weißt du noch, wo ich auf Novus war und so lange Lithium gesucht habe? Ja. Habe ich jetzt gefunden, obwohl ich das gar nicht wollte. Sehe ich den Würfel von hier irgendwo? Das Meer, das stimmt. Digga, das ist zu steil, das kann ja nicht stehen, wie nervig. Kann man eine Batterie im Inventar haben? Ja. So eine kleine Batterie kannst du ins Inventar tun. Ich komme zurück. Ich bin richtig heftig gebrochen. Die letzte Stunde war einfach ein Albtraum. Für die schlimmste Essturnier-Erfahrung meines Lebens. Ich habe gerade nochmal eine richtig schöne Essturnier-Erfahrung gemacht. Willst du mal was Cooles sehen? Oder willst du direkt offline gehen? Zurück zum Shuttle. Kann ich noch einmal mit 7 Starts beim Helium landen und da wenigstens fett was mitnehmen? Ja. Obwohl, ja. Ja, müsste passen. Digga, du weißt gar nicht, was ich alles rausgenommen habe, was ich alles verloren habe. 7 RTGs. Die große Plattform, glaube ich. Weg hier. Direkt zu einem anderen Planeten. Vollbruch. Wo haben wir das nochmal? Was denn? Atrox, ja genau, Atrox. Da jetzt nicht falsch standen. Weil sonst schaffst du es wirklich nicht mehr. Ja, habe ich nur eine Landung. Wir bauen auch immer keine Landeplattform oder kein Signalfeuer, das ist ein bisschen dumm. Das stimmt, ja, ja. Signalfeuer hätten wir auch mitnehmen sollen. Man sieht hier auch gar nichts. Ich kann nicht sehen, wo wir gelandet sind. Ja, ja, ich weiß. Weil überall diese Gaswolken sind, ne? Ja, man sieht nur Gas. Was mache ich jetzt? Wie kriege ich das raus? Komm zurück. Ich weiß nicht, ich wüsste jetzt nicht mal, wie du es rauskriegst. Ich weiß es nicht, wie wir unsere Base wiederfinden auf Atrox. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie damals gefunden, weil du halt auf dem Boden rumgelaufen bist und ich dein Symbol gesehen habe.
Nee, die sind einfach alle unter einem Dings. Na, scheiße. Ja, dann ist scheiße. Ja, wir sind so kacke, wir schaffen es euch mal auf dem Planeten zu landen. Ja, dann. So, an den Planeten schießen. Wow, Max, es ist alle sind leer. Alle Erdkanister, die Fabrik steht. Passiert hier gar nichts mehr, Alter. Gar nichts passiert hier mehr. Ah, ich glaube, ich bin jetzt bei unserem alten Landeplatz gelandet. Kann das sein? Wir hatten nur einen Landeplatz, glaube ich. Ja, ich glaube, alten gelandet. Es ist der links unter dem alten. Ich bin jetzt beim alten gelandet. Ja, dann ist das Ding jetzt hier. Nee, ich muss eigentlich bei dir landen. Ich habe noch 3 Starts. Kann ich damit noch einmal bei dir landen? Kannst du in den Orbit und wieder Dingens. Ja, das geht. Ich glaube, man kreist immer gleich um das Ding drumherum. Das heißt, wenn du und die alte Base siehst mit diesem Heimatsymbol, links unten drunter ist unsere. Aber hast du auch eine Landeplattform gebaut? Ja, klar. Da ist eine Landeplattform gebaut, ja. In den Orbit schießen, C. Ja. Aber pass auf, hier auf dem Planeten gibt es auch mehrere Landeplattformen. Auch nicht von uns gebaut, einfach auf so... Natürliches Habitat. Links unten meintest du, ne? Oh mein Gott, bin ich falsch? Ja, bist ja, du. Ja, hier ist eine Landeplattform. Ja, ja, aber zwei das Starts. Du bist nicht weit weg, du bist nicht weit weg. Rein theoretisch kannst du... Orbit nein, nicht in die Orbit. Noch zwei Starts, hat noch zwei Starts. Ja, aber du kannst dich auch einfach rübertragen von hier. Also du bist mit der Plattform zwei Sekunden zu Fuß und du bist weg. Ich sehe dich abheben. Du bist so nah, ich hab dich abheben sehen. Du hast jetzt aber da ein Signalfeuer, ne? Da ist so ein Symbol. Ja, hier sind auch Signalfeuer. Im Würfel lande ich jetzt. Der Würfel ist richtig. Ja. Willkommen zurück. Das hat gar nicht funktioniert, was du... Du hast alles wieder dabei. Du hast nichts abgeladen. Du hast alles in deinem Scheiß im Flugzeug drin. Ist das frustrierend? Du hast es dir alles schön zurecht gemacht. Dann hast du Scheiße. Einfach nur... Viertel nach zwei. Ist das ein Bruch? Ach du Scheiße. Aber es ist kein Bruch. Ich möchte RTGs haben, ich flieg direkt nochmal los. Jetzt! Ganz schnelles Ding mache ich. Dann nimmst du aber auch ein Signalleuchtfeuer mit. Ja, bitte. Sonst raste ich aus. Komm mit, ich zeig dir, wie die aussehen, damit du es immer weißt, wie sie aussehen. Und haben wir noch genug Lithium für RTGs? Du hast einfach 7 RTGs verloren. Nee, wir haben nicht mehr genug für 7 RTGs. Dann mach mir nur... Ich kann dir drei Stück machen. Ja. Warte, ich muss kurz. Ich schick den hier nochmal los für Lithium. Wir haben ja kein Lithium mehr. Oder du hast Lithium mitgebracht. Das wäre natürlich krass, wenn du als Lithium gesehen hast und mitgebracht hättest, wäre natürlich Gigaplay. Nee. Schade. Dann kann ich dir 3 RTGs machen. Rein theoretisch können wir RTGs sogar voll automatisieren, ne? Also, dass wir irgendwie. Hey, du hast den Autoarm genommen. Danke.
Da sind noch zwei ATGs. Nimm sie dir. Aber nicht alles Quarz verbrauchen, ne? Wir brauchen noch Quarz. Deswegen habe ich das gespeichert. Ja. Für smarte Sachen und so. Oh, nur noch 6. Gemein. Das ist pretty gemein. Hier sind die Leuchtfeuer. Hier nimm mal eins. Wenn der Arm an ist, wieso zieht er sich das Schrott weg? Welcher? Der zieht Schrott nur weg, wenn du es umschaltest. Und dass der Schrott fallen lässt. Weil manchmal kann der 8 Schrott drauf machen, manchmal kann der nicht 8 Schrott drauf machen. Ah, verstehe. Und der Moment, wo er Schrott fallen lässt, nimmt er sich's direkt. Hier, Signalleuchtfeuer. Hier, hier, hinter dir. Das Ding einmal mitnehmen. Warte, und es muss an sein. Es darf auf gar keinen Fall aus sein. Ich glaube, es ist aus jetzt. Rauche dann... Ich mach's einfach unten dann an, ne? Ja. Oh, ein bisschen Angst, dass es nicht... RTG, okay, ich glaube, ich habe jetzt alles. Ah, ich habe keinen Treibstoff mehr. Ja. Ja, dann haben wir ein riesiges Problem. Weil wir nämlich kein Ammonium mehr haben. Digga, immer noch diesen scheiß Bug. Das ist ja der beschissenste Bug, den du haben kannst. Ja, relock noch kurz, oder? Also. Oh mein Gott! Was? Ich wollte den Bug wieder wegmachen, deswegen ist wieder direkt losgeflogen. Und jetzt? Bin ich im Orbit. Und kommst du wieder runter? Hoffe ich. Kann man immer landen? Ja, landen kann man immer, das wäre doch Schwachsinn. Stell dir vor, du fliegst jetzt für immer da im Orbit rum. Okay, wir brauchen... Ich mach grad schon, wir brauchen Ammonium. Können wir von genau dieser Handelsplattform nicht einfach... Ja. Noch eine machen, dass die beide vernetzt sind? Ja. Ja, der Plan wäre eigentlich, dass wir für jede Ressource eine Handelsplattform machen und die sich dann immer automatisch auffüllt. Das wäre so das Endgame. Da müssen wir uns halt mal hinsetzen und irgendwie 20 Handelsplattformen machen oder so. Dann könntest du die Handelsplattform machen und ich, aber das machen wir nicht mehr heute. Aber dann könntest du zum Beispiel die Handelsplattform machen und ich mache währenddessen den Schrott. Und dann müssen wir es nur noch connecten. Digga, wie viel Ammonium bringt der? Wie krass. Ja, ja, viel, viel krasser. Grab das mal direkt und bring's hier rüber. Weil dann machen wir die Platzin hier. Einfach direkt grabben. Lass sie nicht nehmen. Er hat's genommen. Scheiße. Egal, wir haben hier noch ein bisschen Ammonium drin. Wo machst du das hier drin? Ja, in der. Und da muss jetzt noch was dazu. Wasserstoff. Haben wir noch Wasserstoff? Ja, ne? Deswegen, also den Part müssen wir echt mit. Eigentlich müssen wir direkt. Also. Ich will eigentlich dann direkt dann alles auf Schrott umstellen. Hier ist jetzt die Platin fertig, ne? Nimm dir raus. Boah, ich habe aber keine Energie mehr, Max. Ich muss gleich gar nicht mehr. Weiß ich. Ich mach das auch jetzt nicht mehr. Ein Astronium sind 4 Hydrazin. Macht er aus einem Astronium 2 Feststoffschubdüsen und daraus macht er direkt, also ein Astronium gleich ein Scrap oder was? Das glaube ich nicht. Oder? Ein Astronium gleich ein Scrap. Das ist ja, das ist krass. Also ich bin unglaublich motiviert fürs nächste Mal, aber das Projekt, was ich jetzt habe, das kann ich nicht jetzt anfangen. Das macht gar keinen Sinn. Bist du gerade losgeflogen? Nee. Sofort. Das Hydrazin hier ich rein. Mach mir noch, ich mach mir noch ein, zwei. Das mache ich jetzt. Kaffees. Ich mache mir auf gar keinen Fall ein, zwei Kaffees jetzt. Ich mache mir so ein, zwei Autoextraktoren und dann
Habe ich es geschafft. Einfach habe ich heute wieder so viel geleistet. So viel im E-Scooter rumgefahren. So, ich drücke jetzt beitreten. 16 Starts, zack. Zum anderen Planeten schießen. Novus ist es, ne? Ja, Methangas. Ich kann mir später ja überall, wo ich will, eine Landeplattform hinbauen. Ja. Hättest du jetzt auch schon eine mitnehmen können eigentlich wieder. Aber vergiss nicht, vergiss bitte nicht dein... das Ding zu aktivieren. Nee, was denn? Ja, dein, dein Tool. The Tool, Max. The Tool, du weißt, was ich meine. Hier, bitte. Ah, Wolfram-Kapit-Gummi. Mann. Muss man das bei einem Würfel machen oder geht das auch ohne Würfel? Geht auch ohne Würfel. Aber Würfel ist halt eigentlich einfacher. Weil du beim Würfel halt viel einfacher Fläche ebnen kannst. Ja, aber ich kann jetzt ja hier auch nicht bauen. Ich müsste das ja alles manuell zum Würfel rüberbringen. Würfel hat noch later huge Vorteile, Trust. Ja, ich würde meinen Würfel bauen. Ich müsste rüberlaufen und eine Landeplattform da bauen. Das bringt nichts, was ich hier mache, Umatra. Wie, es bringt nichts? Gar nichts bringt's, glaube ich nicht. Nee. Ich müsste jetzt manuell alles rübertragen. Ja, du müsstest nur das Shuttle tragen eigentlich, oder? Echt, das geht? Ja, du kannst das komplette Shuttle anheben, glaube ich, und alles, was drin ist. Soweit ich weiß. Tatsächlich. Aber ich kann mich dann nicht bewegen. Boah. Gar nicht. Ja, aber du kannst es ja einmal quasi nach vorne kiefen. So, weißt du, was ich meine? Du kannst es hochheben, einmal nach links tragen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie Novus aussieht. Nee, ich weiß gar nicht, wie Novus aussieht. Kann sein, dass Novus kompletter Scheiß ist. Kann ich das Shuttle dabei aber irgendwie kaputt machen? Nee, ne? Außer du wirfst das Shuttle in den TNT rein und aktivierst dann außerdem das TNT. Wir haben auch keinen Wolfram mehr, das kann doch nicht sein. Wofür haben wir den Wolfram benutzt? Das glaube ich jetzt nicht. Für Wolfram Lano-Kapit, oder nicht? Das Shuttle fällt die ganze Zeit um. Dann will ich es grabben. Das geht aber nicht. Dann grab ich das Silo. Und das ganze Ding fällt den Felsen runter. Und ich habe nur noch das Silo in der Hand. Das ist so dumm. Und was brauche ich? Den Gummi brauche ich. Oh Mann, ey. Kein Kopf mehr. Organische Ressource und Harz haben wir aber alles, ne? Kein Harz mehr. Das ist ja jetzt schwachsinnig, ne? Einfach kein Harz mehr. Das ist ja so krank. So. Ich bin da, sehr gut. Jetzt tue ich das Gerät. Erstmal Leuchtfeuer. Erstmal das Leuchtfeuer. Das tue ich hier auf den Boden und drücke einfach anschalten. Ja, und dann schaust du, ob es leuchtet. Und wenn es leuchtet, hast du es geschafft. Wie muss das leuchten? Muss es irgendwo anschließen? Nee, du siehst es dann eigentlich. Ich sehe es nicht, dass es leuchtet, ne. Steht da denn Farbe ändern, wenn du drauf drückst? Ja.
Ja, dann ist es an. Du kannst aber auch einmal so lang durchklicken, bis da Anschalten steht. Und dann drückst du Anschalten und dann kannst du dir ganz sicher sein. Okay, gut. So, jetzt benutze ich das Gerät. Ich habe aber keine Erdkapsel dabei. Ist das schlimm? Kleiner Kanister ist das, ne? Ja. Was braucht kleiner Kanister? Harz. Oder Gemisch. Weiß nicht. Ja, nee, Harz. So. Geht doch gleich schlafen. Naja. Nur weil diese zwei Dinger hier gedruckt sind, bin ich weg. Das noch zu machen ist trotzdem smart. Hier werden so die Züge durchsausen. Freue ich mich da drauf. Wenn du Harz und so farmst, ist der automatisch auch immer noch so dabei am Farmen, ne? Ja, genau. Nimmst du mal ein bisschen Erde mit. Also dieser Zug ohne Lokomotive von dran ist ja echt derbe langsam. Das ist ja nicht, das ist ja nur noch halb so chillig irgendwie. Schlecht, ja, Hilfe. So, jetzt probiere ich zum ersten Mal das Werkzeug. Ich habe jetzt zwei Kanister mit Erde. Ja? Ja. Und werde nun? Du musst über den Boden hovern, bis du einen Spot findest, wo es gerade ist. Also wo sich das quasi so anschmiegt an den Boden. Und ich muss aber vorher den Modus mit C oder V wechseln? C. Mit C, genau. Und dann auf hochziehen oder dieses Planieren, also dieses gerade machen? Das Planieren-Tool brauchst du. Und das darf nicht so schräg sein, so in die Erde rein quasi. Sondern so musst du ein bisschen über den Boden, bis du einen Spot findest, wo es gerade ist. Ja, ich bin jetzt am Würfel. Genau, dann gehst du in die Mitte vom Würfel einfach. Und nimmst immer den Spot. Dieses lila Teil, das ist ja so eine lila Fläche. Und von dieser lila Fläche fängst du immer an. Egal was du machst, du fängst von der lila Fläche an. Hörte ich gerade ein Lag? Bist du noch da? Ja. Gut. Ein Geschenk für dich, wenn du wieder da bist. Ein wunderbares Geschenk, Max. Ja, das laggt übertrieben, das geht immer wieder weg. Was geht immer wieder weg? Die Erde, die ich gemacht habe. Wieder weg, hä? Mach's, was ist das? Du musst mir vielleicht kurz dein Bildschirm übertragen, damit ich es mal anschauen kann. Nee, das ist ein geisteskranker Bug. Ich habe schon unglaublich viel Erde. Ja. Da ist ganz, ganz viel. Dann resettet sich das, meine Erdekanister sind wieder voll und die gesamte Erde, die ich gebaut habe, ist weg. Oh.
Das klingt nach einem super Riesenbug. Bett, stimmt's? Kennt den Bug wer? Klingt nach Desync. Nee, ist wieder weg. Hä, wieso ist das so? Keine Energie? Kann das sein, weil ich keine Energie habe? Kann sein. Du brauchst auf jeden Fall Energie, um das Tool zu benutzen, glaube ich. Aber dann würde, es doch nicht funktionieren, nee, oder? Nee. Glaube ich, macht keinen Sinn. Ich verstehe überhaupt nicht, was er sagen will. Er baut was und wird dann quasi zurückgesetzt. So verstehe ich es jetzt. Genau. So wie wenn du einen Block bei Minecraft baust und dann ist er auf einmal weg und wieder in deinem Inventar wieder. Mir ist auch egal, ich baue das jetzt einfach kurz alles hier hin. Ich baue es jetzt hier direkt auf die Plattform. Kann man direkt auf die Plattform bauen? Ich packe hier in den Würfel. Man kann direkt auf die Plattform bauen, das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, das ist irgendwie geblockt oder so. Wir wollen die ausprobieren. Das ist ja cool. Hä, ich kann meine Züge durch die Plattform durchfahren lassen? Oder ist das eher unratsam? Ja, der Cube hat Stecker, aber keine Ahnung, was die sollen. Vielleicht mal anschließen einfach. Nehmen wir es ein Scrap. Das ist ja 400 Scrap. Das heißt, mit 400 Scrap kann ich. Ich muss ein Astronium-Quellen suchen. Das ist meine Quest, wenn die noch unterwegs ist. Ey, aber spätestens um 3 Uhr werde ich diesen Server offline nehmen, ne? Ja, vorher schon. Wirklich. Hast du den RTG von meinem Rover runtergenommen? Sag ehrlich. Ja, hab ich. Das ist so assi, Alter. Ich bin schon wieder losgefahren. Wenn ich es nicht gesehen hätte, wäre ich jetzt einfach wieder stecken geblieben, Alter. Das ist einfach assi. Das ist so assi. Das ist so bodenlos, Alter. Oh mein Gott. Also, das denkst du, hä, wieso verliert mein Rover immer die ganze Zeit Strom? Scheiße. So, ich spoilere dich jetzt. Wir haben noch, gerade durch eine Missionsbelohnung, noch einen kleinen RTG bekommen, den du ins Inventar tun kannst. Das heißt, wir haben jetzt beide einen. Das ist geil. Dass du kannst immer deinen kleinen RTG auch dabei haben. Und ich habe jetzt erstmal kurzzeitig zwei dabei. Oh yeah. Ich kann jetzt auch nicht mehr die Forschung hier starten, obwohl die Batterie voll ist. Irgendwas ist hier komisch. Vielleicht wäre es für dich echt ratsam, wenn du so viele Bugs hast, einfach mal kurz neu zu starten. Sieht alles so clean aus in dem Game. Ich finde es so geil, wie alles aussieht in dem Game. Wir haben nicht genug Ammonium, was ich mir Dauerfliegen erlauben könnte. Lithium ist echt das teuerste. Aua. Oh, und Chat, gibt es riesige Gaskanister? Hast du dich schon mal gefragt? Ja, aber ich habe die Antwort vergessen. Was war die Antwort, Max? Die Antwort war nein. Enttäuschende Antwort tatsächlich.
immer noch rein. Aua, 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 aua. Buggy ist aber auch am Buggen, Alter. Okay, ich würde sagen, wir machen hier fertig für heute. Okay. Und nächstes Mal komme ich dann direkt mit der Landeplattform wieder hierher. Na, jetzt muss ich noch ganz kurz hier unten das Ding aufstellen. Hier werden so die Züge fahren. Das ist so dumm. Hier ist irgendwie so ein Alien-Kern in der Mitte vom Planeten. Und alles, was ich machen werde, ist so die Züge hier lang brettern lassen. Oder soll ich doch nochmal schnell wiederkommen lieber? Und schon mal auch neues Helium holen? Ja, dann ist das Shuttle auch wieder bei dir, ne? Ja, ja. Also wenn du noch kurz zurückkommst, wäre schon smart. Ah, nee, aber wir finden ja nicht. Wir finden ja nicht auf Atrox. Kann ich ja nicht machen. Weißt du? Nee, weiß ich nicht. Ich kann bei Atrox ja nicht landen, weil ich nicht weiß, wo. Stimmt. Hast du genug? Wie viele Starts und Landungen hast du? Du könntest einfach kurz ein paar Start und Landungen spammen. Einfach auf gut Glück. Ich weiß nur, dass es in einer riesigen Gaswolke war. Aber ziehen die Gaswolken um den Planeten? Ich probiere es einmal hier. Du kannst auch nicht sehen von oben, ne? Ja, nee, ich glaube nicht, nein. Ich habe noch 12 Starts. Okay, das war falsch. In den Orbit schießen. 12 Starts? Wie viel brauche ich denn pro Start? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Warum steht da 12 Starts und dann sind es nicht 12 Starts? Doch, es ist ein Start in den Orbit. Und ein Start aus dem Orbit zum anderen Planeten. Das heißt, einmal Planeten wechseln kostet 2 Starts. Weil sobald du im Orbit bist, kostet dich Landen keinen Start mehr. Das heißt, in den Orbit zum Planeten, in den Orbit zum Planeten. Also hin und zurück sind 4 Starts. Wenn du dich nur in den Orbit schießt und dann wieder auf den Planeten, verbrauchst du nur einen Start. Okay. Oh, ich hab es... Nee, ich hab's nicht gefunden. Was hier ist einfach? Nee, hier ist einfach eine große Windturbine XL. XL, die ganz große, die so aussieht wie in echt. Ja, die steht hier einfach nur rum. Die Astroniumquelle, das fuckt mich ab hier, Alter. Wieder falsch, will den Orbit schießen, weil schon der vierte Versuch. Ja. Weil, dass wir kein Signalfeuer hier mitgenommen haben, ist ja auch. Dafür könnte ich uns so ein Ding ziehen. Weißt du das eigentlich? Ja. Wieder falsch. 5 falsche Starts. Ja. So gierig nach mehr Kino. Mit Hälfte muss ich einfach leben. Das ist halt so, wie es ist. Wie findet man denn auf einfach mehr Astronium? Ich will ganz viel Astronium haben. Geil hier. Thank you.
Ich komme zurück zu dir. Mach, tu es. Hast du nicht gefunden? Ich bin 7-mal jetzt hier gelandet, hab's nicht gefunden. Das Game will mich heute so richtig verarschen. 7-mal. Hättest du auch Glück haben können. Jetzt beim ersten Mal hättest du es schaffen können. Und jetzt hörst du einfach auf? Mhm. Was heißt einfach? Ich höre jetzt stinksauer auf. Du hast ein Signalfeuer bei dir vielleicht? Bei mir sind Signalfeuer, ja. Also bei unserer Base sind Signalfeuer. Bei der... Es kann nicht sein, dass ich noch nicht mal mehr da finde, wo ich losgeflogen bin. Komm, land jetzt schnell und dann machen wir Schluss für heute. Okay. Das ist ganz wichtig. Wenn du morgen zockst, mach mir viele RTGs auch, das wäre super. Ja. Okay, ich log mich direkt aus. Ich weiß halt nicht, also wir können ein paar RTGs machen. Wir haben glaube ich noch so 10, wir haben noch 17 RTGs auf Tafel. Und dann müssen wir halt entweder Erde farmen gehen oder ich muss ja halt die Astronium farmen zum Laufen bringen. Aber mach ganz viele... Auto-Extractor an 1 Million Astronium-Dinger. Ja, ich glaube, das ist es. Du musst das ausschlachten bis zum geht nicht mehr. Ja, aber es war sehr geil, dass wir noch gezockt haben, Mann.